Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiet TV mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem Christian, mit dem Peter. Schön, dass ihr heute dabei seid, wenn ihr uns dabei zuschaut, wie wir uns alle gemeinsam weiterbilden. Zumindest alle bis auf Christian, denn der hat davon schon sehr viel Ahnung, weil er sich das schon angeguckt hat. Ich hab doch nicht viel Ahnung. Der wievielte Planet ist das in unserem Sonnensystem? Haben wir das noch heraus? Ist das nicht der größte? Was? Nee. Das ist auf jeden Fall schon mal der vierte. Das ist der vierte. Richtig. Okay. Erde ist der dritte. Also jetzt wird erklärt, also ist ja diese, wenn ich mich recht entsinne, dieses schöne Ding auf dem Mars gelandet und das wird jetzt hier erklärt, dieser Mars Rover. Genau, das ist halt die Perseverance von den Amis. Ja. Die sind ja alle zum Mars geflogen. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Video Space News. Gestern Abend hat die NASA, wie versprochen, absolut sensationelle Bilder von der Landung des neuen Mars-Rovers Perseverance präsentiert. Das ist halt einfach schon krass, wenn man bedenkt, dass halt einfach das rübergeschickt wurde. Wie geht das? Also wie kannst du bitte ein Funksignal... Ich finde tatsächlich, dass es relativ schnell geht. Also, die Qualität ist echt gut. Funksignal vom Mars. Das entbehrt jeglicher Vorstellung. Die haben ja auch Sonden, die noch weiter weg sind als der Mars. Die tatsächlich halt wird ja die Qualität sogar kritisiert. Also eigentlich könnte man mit der Bandbreite, also irgendwie könnte man das noch stärker verstärken. Da fließt aber scheinbar irgendwie nicht genug Geld rein. Und das da, also irgendwie, ich glaube, den Ping könnte man noch lower machen und so. Also das ist schon krass. Also wenn man sich mal überlegt, weißt du, die sind halt, der Mars ist halt so zwischen 50 und 400 Millionen Kilometer von der Erde weg, ne? Von der Umlaufbahn. Und jetzt letztes Jahr war halt die Phase, wo halt der Mars am nächsten dran ist. Von daher sind halt alle hingegangen und haben halt ihren Kram da zum Mars geschossen. Also die Chinesen sind ja auch dahin geflogen. Die Araber haben auch ihre Sonde dahin geschickt und trotzdem finde ich es aber krass, wenn man überlegt, weil es sind halt immer noch 50 Millionen Kilometer und fliegen die ja von meinen 6-7 Monaten. Ja. Ist dann eigentlich mein Postpaket, weißt du, braucht 2 Monate. Um diesen Prestige, den die dann haben aus den Bildern? Oder ist sowohl das, arbeiten auch die am Ende dann zusammen dann doch und versucht zusammen was zu analysieren? Das glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, inwiefern die unterschiedlichen Raumprojekte da zusammenarbeiten. Ich befürchte leider, dass jeder halt einfach seine eigene Scheiße kocht. Hat ja jeder auch andere Ziele, ne? Die weiß einen wollen Wasser finden, die anderen wollen Lebewesen, also ja. Die einen haben ja auch erstmal eine, also die schießen ja auch unterschiedliche Equipment dahin. Ja. Also nicht jeder hat Gesteinsproben. Halt so eine, genau. Ja. Aber das finde ich halt immer noch trotzdem ein bisschen bescheuert. Ich meine, woher die Gelder kommen, kann ich es verstehen, aber selbst bei solchen Projekten macht jeder sein eigenes Süppchen da. Und Mann, sind das spektakuläre Aufnahmen. In diesem Video werde ich euch die neuen Bilder zeigen. Ja, ich werde euch Schritt für Schritt erklären, was man dort eigentlich sieht. Und natürlich werden wir die Frage klären, warum diese Bilder so wichtig für zukünftige Mars-Missionen sind. Also bleibt dran und viel Spaß beim Gucken. Wir werden auch jeden Moment zu den eigentlichen Bildern kommen. Vorher lasst mich noch kurz auf die Idee. Wie viele Memes man davon gesehen hat, ne? Dass da irgendwie, keine Ahnung, die Xbox da steht und alles mögliche, irgendwelche war doch Gesichter schon da drin sogar waren. Die Transformers-Werbe, der erste Transformers-Trailer war das doch. Naja, bei Transformers gibt es auch, dass jetzt im Hintergrund dann irgendwie Megatron als Schatten zu sehen ist oder so. Dann. Kurz auf die EDL-Kameras eingehen, wie viel es davon gibt und was die uns eigentlich zeigen. EDL, das steht für Entry, Descent, Landing, auf Deutsch übersetzt Eintritt, Abstieg und Landung. Das System besteht aus mehreren Kameras, die an verschiedenen Elementen des Landers angebracht sind. Wie auf diesem Bild schön zu sehen ist, gibt es zum einen die Kameras oben auf der Backshell, der Höhle der Abstiegskapsel. Diese zeigen nach oben und sollen die Entfaltung der Fallschirme filmen. Tatsächlich gab es hier gleich 3 Kameras, da dieser Teil für die Ingenieure von besonderer Bedeutung ist. Warum, das klären wir später. Auf der Abstiegsstufe gibt es eine Kamera, die nach unten zeigt und das Absetzen des Rovers vom Skycrane aus zeigt. Auf dem Rover selber schließlich gibt es eine aufwärts zeigende Kamera, die die Abstiegsstufe filmt, sowie eine abwärts guckende Kamera, die den Boden während des Abstiegs filmt. Alle Kameras zusammen haben während des Landemanövers über 23.000 Bilder gemacht und insgesamt 30 GB an Daten fabriziert. Daten, die die Ingenieure der NASA noch jahrelang auswerten werden.
Bei den Kameras handelt es sich übrigens nicht um Spezialkameras, sondern um frei verkäufliche Actioncams, die allerdings durch die NASA-Ingenieure Robusta gemacht wurden. Die C920. Ja. Die haben auch noch Probleme, weil sie jedes Mal, wenn sich das Ding neu startet, müssen die wieder den Weißabgleich neu machen. Und wenn es das rechte Bild sieht halt legit aus wie aus so einem 80er-Jahre-Weltraumfilm. Verkäufliche Actioncams, die allerdings durch die NASA Ingenieure. Aber ob das alles Bilder sind, die geschossen werden und nicht einfach Kamera das filmt. Also das sind ja Fotos, die aneinander hintereinander. Aber was ist denn ein Video? Ja, die Frage ist, ob das als MP4 gespeichert wird oder als JPEG. Ja, genau. Das ist Gift gewesen. Okay. Aber das sieht für mich so aus, als ob es eher aneinandergereihte JPEGs sind. Ich glaube, die haben weniger FPS, damit du bessere Datenrate hast. Eine dieser Kameras kann man sehr schön auf diesem Bild hier sehen. Es handelt sich um die nach oben guckende Kamera auf dem Rover selber. Aber kommen wir zu den spektakulären Bildern der Landung selber. Fangen wir mit der Auslösung der Fallschirme an. Die Kapsel befindet sich zu diesem Zeitpunkt etwa 12 Kilometer über der Marsoberfläche und hat eine Geschwindigkeit von über 1600 Kilometern pro Stunde. Was? Diese Sequenz muss man sich in Zeitlupe anschauen. Der ganze Prozess geht einfach viel zu schnell. Das Fallschirmpaket wird von einem Mörser mit einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde nach oben rausgeschossen. Und innerhalb von nur 0,7 Sekunden entfaltet sich der Fall. Wie viele Millionen versenkt worden wären. Ich bin gespannt, ob ihr noch was erzählt. Die haben auch gemeint, dass dieser ganze Prozess mittlerweile, ob der von der Sonne selber gesteuert wird, weil du zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Kontrolle darüber hast. Und du hast ja auch den Input-Lag. Also du kannst ja von der Erde halt nicht sagen, so, okay, genau, jetzt das zünden, dann kommt das halt 5 Minuten später erst da an und dann ist sich schon zerschellt. Ich frage mich gerade, warum der Fallschirm verschiedene Farben hat und so. Das hatte irgendeine Bedeutung, das habe ich gelesen. Das sollte irgendwas, also von oben haben irgendwelche Leute irgendwas analysiert, dass das irgendeine Bedeutung hatte. Ich muss auch gerade als Umbrella-Zeichen denken. Oh. Schön sauber und symmetrisch. Auf den Bildern kann man auch sehen, wie die Schutzkappe des Fallschirmpacks nach oben weggeschleudert wird. Hier wirken enorme Kräfte auf den Schirm, wie man sich vorstellen kann. Menschen verteilen schon den Müll auf dem Mars. Habt ihr übrigens mal einen genauen Blick auf das Muster des Fallschirms geworfen? Aha! Das ist kein Zufall und auch kein Design, das so schön aussehen soll. Nein, dieses Muster wurde speziell entworfen, damit man die Entfaltung des Schirms und auch eventuelle Bewegungen des Schirms relativ zur Kamera ganz genau auswerten kann. Krass. Übrigens, darüber hinaus haben die NASA-Ingenieure in das Muster eine versteckte Botschaft hineinkodiert. Ja, ihr könnt einfach versuchen, ob ihr sie dekodieren könnt. Die Auflösung für dieses Rätsel gibt es am Schluss dieses Videos. Cool. Als nächstes wird das Hitzeschild abgeworfen. Ich mag Wurst. Ich mag Züge. Keine Ahnung, zeig mal die Lösung. Das noch mit der Unterseite der Kapsel verbunden war. Perseverance ist zu diesem Zeitpunkt etwa 9,5 Kilometern über der Marsoberfläche und fällt mit etwa 520 Kilometer pro Stunde der Oberfläche entgegen. Hat also schon deutlich abgebremst. Man sieht sehr schön, wie aerodynamisch stabil das Hitzeschild von der Kapsel weg nach unten fällt. Die Elektronikkomponenten auf dem Hitzeschild sind gut zu erkennen. Auf diesen Bildern gibt es aber auch ein Detail, das die Ingenieure sehr überrascht hat. Wenn man genau hinguckt, sieht man auf der 4-Uhr-Position des Hitzeschilds zur Mitte hin, dass sich eine der Federn gelöst hat, die das Hitzeschild von der Kapsel wegdrücken. Oh oh. Das kam unerwartet. Und obwohl es offensichtlich kein Problem für die Funktion dargestellt hat, wird die NASA für zukünftige Missionen hier sicher nochmal genauer hinschauen. Ob das vorher bei einer Mission schon mal passiert ist, weiß man einfach nicht. Schließlich ist es das erste Mal, dass es einen Film davon gibt. Der Abwurf des Hitzeschildes erlaubt dann dem Radarhöhenmesser und der nach unten gerichteten Kamera des Rovers die ersten Blicke auf die Marsoberfläche. Das Fahrzeug ist zu diesem Zeitpunkt etwa 6,5 Kilometer über der Marsoberfläche und hat noch eine Fallgeschwindigkeit von ca. 360 Kilometer pro Stunde. Das ganze Gefährt schwingt leicht hin und her unter dem Fallschirm. Diese Pendelbewegungen sind aber ganz normal. Das Lander Vision System von Perseverance nimmt wenig später seine Arbeit auf und sucht eine geeignete Landestelle. Wie das Landesystem genau funktioniert, das habe ich in meinem letzten Video erklärt. Schaut euch das Landestelle, die haben die doch vorher schon geklärt. Die waren doch so wahrscheinlich, damit die nicht stolz in einem Krater oder so landen. Ja, aber die waren doch relativ stolz darauf, dass der halt da gelandet ist, wo der gelandet ist, weil das Ding ist halt unfassbar langsam und wenn halt irgendwie 200 Kilometer zu weit weg landest, dann fährst du da erstmal 3 Wochen hin oder so. Dass wir das überhaupt planen können, ist da Wind? Gibt es da Wind? Ja, gute Frage. Der das Ding einfach irgendwo hinweht?
in zwei Filmen mit dem Fallschirm. So, schade. Also kaputt. Wie kann da jetzt noch der Rover mit dem Analyse-Landesystem auf die Landeposition eingreifen? Also sind da noch kleine... Die haben noch Düsen. Das nächste Ereignis ist die Abtrennung der Backshell, der oberen Seite der Eintrittskapsel. Auf dem Film sieht man die Erschütterung des Fahrzeugs und einen Lichtblitz am oberen Rand des Bildes. Anschließend schwenkt das Kamerabild nach rechts und hier halte ich den Film mal an. Perseverance ist jetzt etwa 2,6 Kilometer über der Marsoberfläche. Krass. Zum einen ist diese Bewegung interessant, weil das bedeutet, dass die Abstiegsstufe hier nach der Trennung von der Kapsel ein Ausweichmanöver durchführt. Dabei schwenkt die Abstiegsstufe von uns aus gesehen nach links und weicht damit der weiter ungebremst und ungesteuert nach unten fallenden Backshell aus. Auf der rechten Seite auf dem Boden kann man nun aber sehr schön einen Blick auf das Flussdelta werfen, welches das eigentliche Forschungsziel der Mission ist. Ah. Seit der Trennung von der Kapsel findet der Flug natürlich ohne... Was sagt er? 2,6 Kilometer? Ja. Das heißt, da ist nicht wirklich bergig, weil das ist ja, weißt du, Zugspitze wäre es ja schon drauf gelandet, quasi. Ja. Fallschirmstart. Ab jetzt übernehmen die Triebwerke der Abstiegsstufe das weitere Abbremsen bis zum Boden. Etwa 300 Meter über dem Boden und bei einer Geschwindigkeit von ca. 36 km pro Stunde ist die endgültige Landestelle erreicht. Dort wird der Rover abgesetzt. Kurze Zeit später ist Perseverance mit 20 Metern über dem Boden tief genug, damit das Skycrane-Manöver beginnen kann. Man sieht, wie die Abgasstrahlen der Raketentriebwerke auf den Marsboden treffen und dort den Boden aufwirbeln. Diese Aufnahmen sind hochinteressant für die NASA. Das sind kleine Steinchen? Ja, das sieht aus wie kleine Steine. Sand und kleine Steine. Ja. Wie hoch ist der jetzt? Was hat er gesagt? 20 Meter? Der landet doch gerade. Ja, also jetzt ist er schon nicht mehr 20 Meter. Das sind kleine Steinchen. Ja, ja. Aufschlüsse über die Bodenbeschaffenheit an der Landestelle und darüber, wie der Boden sich unter dem Einfluss der Abgasstrahlen verhält. Und das ist natürlich auch für spätere Missionen zum Mars mit dann irgendwann mal schwereren Raumschiffen hochrelevant. Schauen wir uns das Herablassen des Rovers von der Abstiegsstufe aus mal an. Und hier setzt es völlig aus bei mir. Macht euch das mal bewusst, wir gucken hier zu, wie ein raketengetriebener Kran auf einem anderen Planeten dutzende Millionen Kilometer entfernt einen kleinwagengroßen, tonnenschweren Rover abseilt. In was für Zeiten leben wir für Raumfahrtfans? Das ist doch unglaublich, oder? Super zu sehen sind jedenfalls hier die drei Kabel, die die Last des Rovers tragen. Das sind im Bild die drei oberen Kabel. Das vierte im Bild untere Kabel ist die Leitung für die Übertragung der Daten zwischen Rover und Abstiegsstufe. Die Räder des Rovers werden vor dem Aufsetzen ausgeklappt. Super zu sehen auch, wie viel Staub aufgewirbelt wird. Und kurze Zeit später heißt es dann im Kontrollzentrum Tango Delta, also Touchdown. Der Rover hat auf dem Mars aufgesetzt. Der Rover hat das Absetzmanöver mit seiner aufwärts gerichteten Kamera ebenfalls aufgenommen und das ermöglicht uns einen schönen Blick auf die Abstiegsstufe, den fliegenden Kran. Das sind meine persönlichen Lieblingsbilder. Okay, das ist quasi wie so eine Drohne, ja, ja, genau. Die das dann quasi einfach runterseilt, ja. Das Ding. Genau. Interessiert der Mars? Abgefahren. Ich will Raketen sehen. Fällt euch eigentlich auf, dass keine Triebwerkstrahlen zu sehen sind? Das liegt am verwendeten Treibstoff. Die Triebwerke werden nämlich von Hydrazin angetrieben, das in Wasserstoff und Stickstoff zerfällt. Beide Gase sind klar, daher ist keine Flamme zu sehen. Übrigens, wenn ihr genau wissen wollt, wie die Abstiegsstufe mit ihren Triebwerken funktioniert, Moritz von Senkrechtstarter hat ein brillantes Video dazu gemacht, das verlinke ich euch. Zurück zu den Bildern. Man sieht, wo die lasttragenden Kabel und das Datenkabel an der Abstiegsstufe aufgehangen sind. Die Bewegungen, die man sieht, sind tatsächlich Bewegungen des Rovers. Der Skycrane selber liegt stabil in der Luft. Es wird leider wieder sehr viel Staub aufgewirbelt. Dadurch wird das Bild schlechter. Man sieht aber, wie die Abstiegsstufe nach dem Abschneiden der Kabel aufsteigt und aus dem Bild fliegt. Dieses Manöver bringt die Stufe in sichere Entfernung des Rovers zum Absturz und das Manöver wird natürlich so ausgeführt, dass die heißen Abgase der Triebwerke nicht den Rover beschädigen. Dieses Bild vom Mars. Die ist egal, oder was? Ja, ja, die ist egal, die ist jetzt einfach abgestürzt. Das ist schon besser, wenn das Ding am Ende auf den Rover klappt. Ja, klar, fliegt ja noch ein bisschen durch die Gegend. Erfolgreich gelandet. Oh. Ja. Aber ist das nicht der Plan, dass das Ding auch wieder zurückfliegt? Oder habe ich mich gerade verwirrt? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird das Ding immer und ewig bis zum Tode bleiben. Ja, das ist jetzt der erste Müll, was heißt der erste? Das ist ja schon mehrere. Nicht. Also, aber ne, so die ersten Mal Müll haben wir jetzt quasi. Er stellt jetzt gleich die Flagge auf, pass auf. Reconnaissance Orbiter zeigt, wo die einzelnen Komponenten gelandet sind. Die Abstiegsstufe ist etwa 700 Meter entfernt vom Rover aufgeschlagen. Bevor wir das Rätsel um den Fallschirmcode endgültig auflösen, wollte ich euch auf diesem Bild gerne noch einmal die abgeschnittenen Kabel zeigen. Hier im Bild rechts auf dem Rover schön zu sehen. Außerdem wollte ich kurz darauf eingehen, warum diese Bilder nicht nur tolle Bilder sind, sondern wichtige Daten für zukünftige Missionen darstellen. Dadurch, dass die Ingenieure bei der NASA nun hochauflösendes Bildmaterial vom gesamten Landevorgang aus verschiedenen Perspektiven haben,
können sie nun hervorragend abgleichen, inwieweit die Ergebnisse mit den Vorhersagen übereinstimmen. Hat alles genau wie geplant funktioniert, waren die Tests auf der Erde aussagekräftig, zum Beispiel bei der Entfaltung des Fallschirms. Ein unerwartetes Ergebnis haben wir beim Abwurf des Hitzeschilds ja schon gesehen. Aber auch reale Aufnahmen von den Triebwerkstrahlen auf dem Boden statt Simulationen in Laboren, das ist Gold wert. Und so wird man die Aufnahmen buchstäblich Bild für Bild jahrelang analysieren, Modelle und Simulationen anpassen und so dafür sorgen, dass auch die nächsten Missionen zum Erfolg werden und irgendwann einmal sogar bemannte Raumschiffe sicher auf dem Mars landen können. Denn eins muss man wirklich sagen, Marslandungen kann sie, die oft gescholtene NASA. So, jetzt aber. Habt ihr die versteckte Botschaft auf dem Fallschirm schon rausgefunden? Falls ja, nicht, hier ja, ist die auf Auflösung. Auf jeden Fall, ich Spoiler-Alarm. Von innen nach außen steht Dare Mighty Things, übersetzt waggewaltige Dinge. Und der äußerste Ring enthält kodiert die Koordinaten des Jet Propulsion Laboratory, dem Ort, wo der Rover gebaut wurde. Das war einfach, oder? Okay, was soll es denn von mir sein? Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich freue mich weiter auf spektakuläre Bilder und natürlich Forschungsergebnisse von Perseverance und deswegen bleibe ich am Ball und halte euch auf dem Laufenden. Ich bin gespannt, was da noch Video für Bilder Space kommt. Ja. Ja. Mega cool, jetzt machen die Google Maps hier Google Street View auf dem Mars. Mega gut. Ich muss aber sagen, die Bilder, also Mars sieht schon so aus, wie man sich das vorgestellt ja, hat. Ja, was willst du denn erwarten? Das sieht halt aus wie Wüste, ne? Moment, also Bilder hast du ja vorher schon gehabt, also die, ja. Von dem vorigen Rover, aber... Ja, stimmt. Ja, das cool. Ist schon. Ja. Er ist schon beeindruckend. Ist schon ja, geil. Auf jeden. Krass, wie weit wir gekommen sind, ey. Und irgendwann fliegen wir da hin und sagen: ja, das ist ja nichts. Was machen wir denn dann da? Ja, nix. Da ist so klar, ja, was hat halt denn auf dem Mond deswegen, weißt du, beim, die geflogen, beim Mond oder? War das auch so, weißt du, ja. Boah, geil, weißt du, wir haben jetzt, weiß ich, wie viele Leute da hingeschickt und jetzt ist es eher, so, eher so ein Trainingsgelände. Mond. Wobei, mit dem Mond entwickelt sich ja. Also die sind schon am Forschen, für Mondbasen zu bauen. Hofft ja, man darum nicht, muss es ja erst gehen, glaube ich, als dass sie halt mal eben so sagen, oh, wir schicken jetzt direkt zum Mars. Ja. Überlegt man nicht noch, dass es Flüssigkeit geben könnte irgendwo unter der Marsoberfläche? Oder ist ja, deshalb ist er ja da gelandet, weil da ja so ein Flussdelta vermutet Grundwasser wird. Grundwasser oder irgendwie so ein Quark. Irgendwie das sah ja so aus, als wenn da... Als wenn da früher so ein Fluss gewesen wäre. Ich glaube, Feuchtigkeit würde denen, glaube ich, reichen, oder? Also wir reden jetzt nicht über so riesige Wassermassen, oder? Nee, die wollen es, glaube ich, nur nachweisen, wenn ich das richtig habe. Naja, gut. Ja. Also das war auf jeden Fall schön erklärt und in coole Bilder, die ich bisher tatsächlich so noch nicht gesehen habe. Also vielen lieben Dank. Das ist jetzt Videospace News gewesen. Checkt das gerne ab. Original ist verlinkt in der Beschreibung. Und wir danken vielmals fürs Zuschauen hier bei dem Rack. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.